Herzlich willkommen zur vierten Folge von Trains im World 2 zusammen mit Tobi. Moin Leute! Ja, beim dritten Versuch habe ich es dann geschafft, richtig zu bremsen. Hier seht ihr die Auswertung. Also, ich habe nur Silber bekommen, kein Gold. Aber dafür Ja, sind wir im richtig Zug schlecht. jetzt auf Level 3 gestiegen, auf der Strecke auch Level 3. Und persönliches Level ist immer noch Level 5, aber bis zum Level 6 fehlt gar nicht mal mehr so viel. Gut, das heißt, wir fahren hier einmal fort, gehen ins Hauptmenü und dann, wie in der letzten Folge versprochen, geht es in den ICE und wir werden einmal eine gesamte Strecke abfahren von Aachen bis nach Kölle. Okay. Mittlerweile ist es noch dunkler geworden als in der letzten Folge hier im Spielvorbildschirm. Mit anderen Worten, wir nehmen direkt danach wieder auf. So, Reise fortsetzen, eine Hochgeschwindigkeitsverbindung, Einführung und Erfahrung. Und wir nehmen das Szenario Bekanntschaft mit dem ICE. Starten wir einmal. Also der ICE 3M funktioniert 1 zu 1 genauso wie der ICE 3. Das einzige Unterschied ist halt eben nur, dass es noch ein extra Menü gibt für Stromsystem, weil der ICE 3M, das M steht für mehrsystemfähig, der unterstützt auch die Stromsysteme in Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande und der Schweiz. Denn nicht jedes Land hat die gleichen Stromsysteme bei der Oberleitung. Selbst in Deutschland gibt es da Variationen. Der ICE redet wieder mit uns. Willkommen im Aachener Hauptbahnhof. Ihr wird den ICE 17 nach Köln Hauptbahnhof zuwiesen. Öffnen Sie die Türen, um mit dem Einsteigen zu beginnen. Weil, wie gesagt, die normalen ICEs, die wir in Deutschland, also die wir in Deutschland, genau, also die normalen ICEs, die einsystemfähig sind, also alle außer der ICE 3M, die können nur in Deutschland und Österreich fahren, weil die haben das gleiche Stromsystem, aber viele andere Länder haben halt eben andere Stromsysteme und dadurch müssen halt eben die Motoren besonders gebaut sein. Mal so ganz grob jetzt gesagt. Wir müssen. Nein, wir müssen rechts öffnen. Mist. Auf der falschen Seite die Türen geöffnet. Wie ich in der Falsche letzten. Seite geöffnet. Wie ich in der letzten Folge gesagt habe, wenn du mal kurz schaust, was meinst du mal die richtige Position, da öffnest du schon auf der falschen Seite die Türen. Also, falls gerade jemand aufs Nachbarglas rausgefallen ist, I'm sorry for you. Und ich würde sagen, wir können auch schon mal direkt die AFB hier anschalten, ne? Stellen die AFB auf 40 km/h, denn das ist hier gerade erlaubt. Schließen einmal die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Au. Piepen immer, ey. Schließvorgang eingeleitet. Dankeschön, lieber Zug. Und wir stellen den Leistungsregler auf Maximum, damit die AFB auf die 40 km/h beschleunigen kann. Denn ihr seht da vorne in der Ferne eine 4 über dem Signal prangen. So, da haben wir das Aachener Gleisvorfeld einmal. Sehen wir, wie wir uns hier elegant rausschlängeln. Hier haben wir die Straße drüber, dann hier dieses wunderbare Viadukt. Was ich als Fotomotiv ja direkt mal missbraucht habe. Aber hier sieht man auch schön, schön die Skyline von Aachen, muss ich sagen. Gar nicht mal so schlecht, also hübsch, 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 muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es in Aachen real aussieht, aber so hier von hier zu deuten, eigentlich ganz hübsch, schön durchwogen mit etwas älteren und moderneren Häusern, also kann man sich nicht So ein beschweren, paar ne? Bäume, ne? So, Vorsignal Übrigens, düsen. wo es gar, so gut wie gar keine Bäume mehr gibt, ist Prisoner Architect. Da könnt ihr nämlich auch mal vorbeischauen. Dort Da haben wir Factorio nämlich bald auch alles nicht mehr. abgeholzt. Factorio ist auch bald keine Ja, Bäume was mehr. heißt bald? Das dauert aber noch eine Weile. Na, wenn ihr wieder einen Flammenwerfer da rumwollt. Aber wie gesagt, könnt ihr bei den beiden Projekten, sind beide Mal oben auf dem i gucken. verlinkt, mal nachschauen. So, da war gerade eine 10. Übrigens, hier wegen dem KS-System, weil die Signale da alle gleich aussehen, kurzer Hinweis, wenn das so eine Kreuztafel ist, dann sind das Vorsignale. Wenn da so eine rot-weiß-rot-Tafel an dem Signal drin ist, ist es ein Hauptsignal. Und wenn eine rot-weiß-rot-Tafel mit einem gelben Dreieck, das da unten zeigt, dran ist, dann ist das Ganze ein kombiniertes Vor- als auch Hauptsignal. Das ist so kurz am Rande, damit ihr wisst, wie das ist. Also in diesen Dingern mit einem Kreuz dran, da wird nie rot gezeigt und dann muss man auch nie anhalten, sondern das sind eben nur Vorsignale. Hier haben wir jetzt
gerade nicht sehen können, ob das ein Vorhauptsignal ist. Ich weiß aber, dass es ein Vorsignal sein soll. Da haben wir jetzt Rot-Weiß-Rot mit gelben Dreieck. Das heißt, das ist ein Hauptsignal als auch Vorsignal. Also ein Hauptsignal mit Vorsignalfunktion. Das heißt, es sagt, was in diesem Signal jetzt gilt, als auch was am nächsten Signal gilt. Also wenn du hier durchfahren kannst und am nächsten Signal ist aber rot, dann zeigt es gelb an, halt eben als Vorsignal, aber du weißt, du darfst seitdem hier noch vorbeifahren. Aber es kann halt eben auch als Hauptsignal fungieren und rot zeigen oder zeigt halt eben grün, dann darfst du, weißt nicht, hier darfst du durchfahren und am nächsten Signal auch. So, hier mal den Güterbahnhof von Aachen, an dem echt viele Güterzüge stehen. Das ist eine 14, das heißt, wir dürfen 140, demnächst von 120 sind sogar schon zugelassen. Habe ich gar nicht gesehen, da steht eine 12 drauf. Tja, war jemand nicht auf, war jemand nicht aufmerksam genug? Aufmerksam. Hm. So, weiter geht's. Da sind die 12 nochmal. Und da sind die 14. Das heißt, wenn wir den gesamten ewig langen Zug einmal über das Schildchen drüber gefahren sind, können wir nochmal um zwei Einheiten den Hebel nach vorne klicken. So, und ihr seht, also es läuft relativ performant, muss ich sagen. Also bei OBS hätten wir jetzt schon die extremsten Ruckler gehabt. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann schaut euch die letzte Folge an, oben auf mir, die gesamte Playlist. Da habe ich das Ganze mal erklärt und hier läuft es eben fast so flüssig wie mit wie wenn ich ohne Aufnahme bin. Ohne Aufnahme läuft es auch einen kleinen Ticken flüssiger, aber dass eine Aufnahme performt sie, das ist ja altbekannt. Übrigens haben wir hier das KS-System hinter uns gelassen und wieder das HV-System, das heißt, wir haben wieder die kunterbunten Signal-Tannenbäume. Yay, Tobi. Yippie! So. Tut tut. So. Vorsignal mit weißem Pünktle. Zeigte grün, also alles in Ordnung. Also hier sind die Vorsignale diese Dinger, die so ein bisschen schief sind. Und die Hauptsignale sind halt eben die Dinger hier und kombinierte Haupt- und Vorsignale, die sind halt eben Hauptsignal und darunter noch ein Vorsignal. Und wenn du ein Hauptsignal und ein Vorsignal hast und die zeigen alle mehrere Lämpchen auch noch an, dann kriegst du halt eben einen schönen kunterbunten Tannenbaum und am besten, wenn du noch oben und unten drunter eine Zahl stehen hast, also oben die aktuell geltende Geschwindigkeit, die darunter ist dann die demnächst gültige Geschwindigkeit. Wenn du das dann auch noch dastehen hast, dann weißt du, ja, viel Spaß mit Übersichtlichkeit bei diesen Signalen. Gut, da hat es gerade mal einen etwas größeren Drucker gegeben. Die können jetzt auch bei höherer Geschwindigkeit auch auftreten, aber sollten eigentlich relativ selten sein. Es kann sein, dass sie wieder in Köln auftreten, wenn es da nicht die Stadt laden soll, wie in der letzten Folge, wo es in München auch so hin und wieder ein paar kleine Laderuckler gab. Einfach weil dann eben dann viel von der Stadtsilhouette geladen werden muss. Und ja. So, ich hoffe, das ist zu verzeihen. So, ein grün-grünes Vorsignal für uns. Super. Übrigens haben die Vorsignale auch so eine Vorsignaltafel, also so eine Kreuztafel dran. Ich weiß zum Beispiel vom Tramsim, weiß ich, dass in Wien zum Beispiel bei den Straßenbahnen da auch Vorsignale sind mit so einer Kreuztafel. Also eine Kreuztafel ist eigentlich immer ein Vorsignal. So jetzt sind wir runter auf 120, da war gerade ein Schild mit einer 12 drauf. Also ein gelbes Dreieck nach unten mit einer 12 drauf, das ist ein Geschwindigkeitsvoranzeiger. So, grün und Vorsignal Wiederholer. Oder Anni, Quark, kann ja kein Vorsignalwiederholer sein, weil er grünes Hauptsignal, das heißt verkürzter Bremsabstand war das. Entschuldigung. Mein Fehler. Mal. Kleiner Interpretationsfehler von mir. So, da gab es einen kurzen Laderuckler, aber wir jetzt eben hier den Ort erreicht haben, über den wir drüber fahren sollen. Eine 11. Oh, 110 km/h. Super. Noch langsamer. Ich dachte, wir sind mit Deutschlands schnellsten Klimaschutz unterwegs. Aber da ist ja fast jede. Aber da sind ja, na gut, nicht fast jede Regionalbahn, die auf solchen kleinen Nebenstrecken natürlich nicht, aber da sind ja Regionalbahnen auf Hauptstrecken schneller als wir. 110. Jede S-Bahn fährt 120. Außer natürlich auf irgendwelchen abgelegenen Nebenbahnstrecken, aber ihr wisst schon, was ich meine. Gut. Dann, hier sind 110. Ich hoffe, wir dürfen dann gleich noch ein bisschen nach oben schnell mit der Geschwindigkeit.
Aber gut, die richtige Hochgeschwindigkeitsstrecke, also da, wo das LZB-Kabel dann auch verlegt ist, beginnt ja sowieso erst hinter Düren. Den Streckenabschnitt hier, den kennen wir ja schon, die sind in der zweiten Folge ja abgefahren. Mit dem Regionalexpress von Düren eben bis Aachen. Und da ist er eben nur bis kurz vor Düren aus unserer Sicht und aus der Sicht des Szenarios, das wir vorgespielt haben, bis kurz nach Düren hat eben das LZB-Kabel verlegt. Also, und da wo LZB-Kabel ist, da ist eigentlich auch Hochgeschwindigkeitsstrecke. Weil das LZB-Kabel ist die Voraussetzung, um schneller als 160 km/h fahren zu dürfen. Über dieses LZB-Kabel kann eben der ICE an so einem Sensor ablesen, also einem Taster halt eben ablesen, die Informationen halt eben ablesen, die das Kabel ihm übermittelt, also wann und wo ist das nächste Signal, wie schnell darf ich fahren und so weiter und so fort halt eben alles. Und daraus kann er dann berechnen, genau, und wie schnell darf ich fahren maximal und wann muss ich bremsen. Richtig. Dadurch fährt der ICE eben relativ autonom, das hilft halt eben den Lokführern, also Triebfahrzeugführern offiziell, um halt eben, weil wenn es lange Distanzen sind oder so, dann dauert so eine Fahrt auch nur ein paar Stunden und ich sag mal so, bei den LKW-Fahrern gibt es nicht umsonst Lenkzeiten. Ne? Das ist auch bei Zügen ein bisschen doof, weil du kannst nicht sagen, ja gut, lasst mal eine halbe Stunde den Zug hier im Bahnhof stehen, weil der Triebfahrzeugführer muss, hat seine Lenkzeit jetzt. Ist ein bisschen schwierig, deswegen ist es schon ganz cool mit so einem System, wo der Lokführer eben nur hin und wieder mal drauf schauen muss, ob noch alles in Ordnung ist und ob alles funktioniert. Aber hier in diesen Startszenarien haben wir das noch nicht. So, da war keine Schnittstelle 16, das heißt, ich dürfen wir nicht 160 fahren. Und ja. Ah, guck mal, wir haben wieder KS-System. Weg mit dem HV-System. Eck- und Ab-Unterwechsel, Dingspunktwaffen. Aber das Gute ist an so Hochgeschwindigkeitsstrecken zurück, die sind ja alle relativ modernisiert, diese Hochgeschwindigkeitsstrecken, werden doch immer auf dem modernsten Stand ja gehalten, weil das ist ja das Vorzeigezeug der Deutschen Bahn. Da hast du natürlich überall KS-System. Aber klar, das, was am lukrativsten ist, das, was am attraktivsten ist, das wird natürlich auch am besten gefördert, also durch die Hochgeschwindigkeitsstrecken. Und dann bleiben solche kleine Regionalbahnen, ich nenne mal mein liebstes Beispiel, die Nebenbahn Dresden-Klotsche-Königsbrück auf der ehemaligen Strecke Dresden-Klotsche, hier Straßgräbchen-Bernsdorf. Aber der Rest der Strecke ist mit dem Schnee gelegt, aber da hast du, ich glaube, 50 oder 60 km/h, den fahren darfst. Teilweise Bahnübergänge mit 10 oder 20 km/h, die nur befahren darfst, wenn nicht richtig beschrankt sind. Die Bahnübergänge hat noch alles schöne DDR-Technik, also Andreaskreuz mit integriertem Blinklicht, ein Begriff, den es nach Eisenbahnbetriebs- und Begriffsordnung gar nicht gibt. Das heißt, diese Bahnübergänge dürften eigentlich gar nicht da sein, die werden nur durch Sondergenehmigung gehalten und so ein witziges Zeug. Und die Strecke richtig schön vermodert, noch HL-System, also das Signalsystem der DDR, was sogar tatsächlich um einiges einfacher ist, das HV-System hier der Deutschen Bundesbahn. Aber ja, und sowas, das wird halt eben überlegt, naja, wollen wir es machen oder wollen wir es einstellen und gegen Banalbus austauschen oder über eine Straßenbahnlinie verlängern, als Überlandstraßenbahnlinie und sowas. Ach ja, anstatt so eine schöne, hübsche, kleine Regionalbahn aufzuwerten, wobei die Strecke sogar im 30-Minuten-Takt bedient wird, vorgemerkt. Aber gut, ich schweife ab. Wir sind nicht im tiefsten Osten Deutschlands, sondern im tiefsten Westen Deutschlands an der Grenze zu Belgien? Oder? Ja, doch Belgien, na ja, klar. Aachen, das ist ja Belgien, das ist ja Tihange um die Ecke. Ne? Das schöne allerlieblingsatomkraftwerk, weshalb in Aachen Atomschutzmaßnahmen ergriffen werden, Jodtabletten bereitgestellt werden und hin und wieder mal so auch Szenarien geübt werden. Ach ja. Also, weil ihr nicht wisst, was Tihange ist, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal die Doku von Quarks ein, einfach mal eingeben, also von Quarks und Co., einfach mal bei YouTube eingeben, hier Quarks, Tihange, also Tihange, für alle, die kein Französisch wissen, wie es geschrieben wird, ist ein schönes Atomkraftwerk. So, wir sind gleich in Düren, das heißt, die Hochgeschwindigkeitsstrecke sollte demnächst nochmal anfangen, das heißt, adieu 160 km/h. Und herzlich willkommen 230 km/h oder was auch immer uns da erwarten wird. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, was da die Hochgeschwindigkeit, die Höchstgeschwindigkeit ist, auch wenn ich die Strecke erst zweimal in den letzten 2-3 Tagen abgefahren bin.
So. Ah, es kann sein, dass bei euch ein bisschen mehr ruckelt als bei mir, aber es geht noch, würde ich sagen. Aber wir hatten sowieso mit dem Fernverkehr dann ein bisschen zurück hier auf dem Kanal. Nicht nur aus diesem Performance-Grund, sondern einfach, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Regionalbahnverkehr und sowas um einiges spannender ist als Schnellverkehr, weil, wie gesagt, mit LCB und so fort, da musst du dann relativ wenig auch noch jetzt mit der AfB. Ich mache ja eigentlich nichts. Deswegen, gut, jetzt die Reitung. Ich meine, die Landschaft können wir auch erleben, indem wir Regionalbahn fahren. Richtig. Weil, gut, ich müsste jetzt bis Düren halt eben, solange die LZB noch nicht da ist, jetzt die PZB bedienen, aber gut, das ist halt eben für mich auch ein bisschen eintönig und ihr würdet die ganze Zeit nur hier, gut, Zugbeeinflussung hören oder beim Regionalbahnwagen und eben so einen Piepton, aber gut, der Zug, der piept nicht, der redet mit einem halt eben. Ist halt nie zu eh, ne? Deswegen, ja. Ist halt einfach spannender, so ein bisschen Regionalbahn in meinen Augen. Klar, schnell, Fernverkehr, schnell fahren macht natürlich auch seinen Reiz, aber ist halt nicht so spannend. Weshalb dann auch, sobald wir auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke sind, wo wir dann eigentlich gar nichts so wirklich machen müssen, wo wir dann eigentlich so fahren können, jetzt hätten wir rein theoretisch die LZB, weil wir wären nicht plötzlich rot bekommen, sag ich mal so. Es ist dann halt eben, welchen Zeitraffer für euch machen, weil sonst wird das doch ein bisschen schnöde und öde nach einer Weile. Und ja. Ich glaube 250 km/h waren es genau. Weil wir hatten im letzten Aufnahmeversuch dann mal ausgerechnet, wie schnell ihr das eigentlich seht. Ja genau, es waren 250 km/h. Wir sind nämlich darauf gekommen, wenn ich wie normal eine Zeitraffer mache in einer fünffachen Geschwindigkeit, dann habt ihr eine Geschwindigkeit von 1250 km/h vor Augen. Kann sein, dass ich ein bisschen langsamer oder schneller mache, je nachdem, wie lang das Lied ist, was ich denn da einblende. Deswegen, ja. Also, falls ihr von zu viel Geschwindigkeit Kotzen bekommt, würde ich empfehlen, den Abschnitt zu überspringen vielleicht. Oder ihr schreibt es am besten in die Kommentare, weil dann zeigen wir es gar nicht mehr. Richtig. Aber hier ist ein LZB-Kabel jetzt und 2 Kilometer ist auch schon Düren. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Dieses Problem auch an dem LZB-Kabel eben. Wir kriegen keine Geschwindigkeitsbeschränkung mehr angezeigt auf der Strecke, weil dir davon ausgeht, dass du mit der LZB fährst und somit die Geschwindigkeitsbeschränkung halt eben dir über die LZB übermittelt werden. Deshalb ich halt eben auf die Tachouhr schauen muss, wie schnell wir dem fahren dürfen. Ich habe dann vor allem Angst, in Köln wir dann langsamer werden müssen, weil ich glaube, das wird uns auch nicht angezeigt. Woher weiß er das nur? Und ich dann um einiges zu schnell fahren werde und dann übelst bremsen muss und sowas und naja, habe ich ein bisschen Angst davor. Und ich will die Zielmarkierung mal ausschalten aus von den Tutorials in der letzten Folge. Ich vergesse das jedes Mal. Wir hatten jetzt schon so viele Aufnahmeversuche und jedes Mal vergesse ich, dass ich hier die Zielmarkierung und Haltetafel ausschalten sollte. Das merke ich dann immer irgendwann erst in der Folge. So, jetzt ist es ein bisschen hübscher anzusehen, weil jetzt habt ihr immer so einen Dingelstar-Pinöppel im Bild rumfliegen. Da wartet die Regionalbahn auf uns. So, 200. Dürfen wir jetzt fahren. Und als nächstes sollen wir in Hochem vorbeifahren. Das erwartet uns in 20 Kilometern. Ich würde sagen, ich begleite euch jetzt noch, bis wir die 250 km/h da wirklich fahren dürfen. Und dann gehen wir in den Zeitraffer und sehen uns dann in Köln wieder, sobald ich bremsen muss und das möglichst zügig. Übrigens hier in der Mitte, das ist jetzt die zwei Gleise hier, das ist jetzt die Fernbahnstrecke, dann hier links und rechts, das sind Ausweichstellen halt eben für Güterzüge und so fort halt eben. Das läuft jetzt auch wieder hier zusammen. Und da ganz außen, das eine Gleis ist für die Regionalbahn, teilweise ist die Strecke da drüben auch zweigleisig. Ja. Aber teilweise halt eben auch nur eingleisig, halt eben, hat schon immer so gebaut, wie der Bedarf halt eben ist. Weil ich hatte in der ersten Folge, glaube oder war es in der zweiten Folge, ich weiß nicht mehr genau, mal gesagt hier, also so Schnellfahrstrecken sind halt eben so gebaut, dass halt eben zwei Gleise, dass da links und rechts eben so ein Bahnsteig zur Seite weggehen. Wie wir es halt eben von Aachen bis Düren haben. Oder man hat halt eben wie hier, dass halt eben viergleisig ist oder auf der Strecke München-Augsburg, das hat du ja in der letzten Folge auch gesehen, da ist auch viergleisig. Dann hat er eben 2 Strecken für Fern- und Güterverkehr und 2 Strecken für den Nahverkehr. Und so kommt sie eben überhaupt nicht in die Quere und das ist eben noch besser.
Nachdem hier nicht so viel Nahverkehr unterwegs ist, wird er eben nicht dauerhaft eine Zweigleisigkeit benötigt, sondern teilweise auch nur eine Eingleisigkeit. Und wir dürfen schon 250 fahren, was Rita natürlich nicht mitvorreden. Ja. Also ich würde sagen, wir gehen dann mal in den Zeitraffer und sehen uns dann kurz vor Köln wieder. Bis gleich. Bis gleich. Köln. Ich würde sagen, wir bremsen jetzt einfach mal ab, weil ich das Gefühl habe, dass wir bald in Gefilde kommen, wo wir langsamer fahren müssen. Aber da ich das natürlich nicht an der Strecke sehen kann, bremse ich jetzt mal so. Auf was wollen wir denn bremsen, Tobi? Ich sag mal, aber ich glaube, da war gerade eine 12 mit einem Pfeil zu uns. Hier ist recht sehr. Also, nehmen wir mal die 120. Ich glaube, der Fall war doch für uns. Also habe ich bis jetzt erst immer übersehen. Und nicht, dass nichts da stand. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt habe ich die 120 in die AFB eingestellt. Das heißt, wir fahren jetzt mit 120 weiter. In 5 Kilometer sind wir in Köln. Und das Ende der Folge naht ja auch schon. Aber wir machen natürlich die gesamte Fahrt in eine Folge. Wir wollen ja da nicht irgendwie sein. Ah, jetzt waren 16, also 160 umgefahren. Gut, dann würde ich nochmal hochgehen auf die 160, ne? Denn wir wollen auch noch relativ. Gut, da ist eine 14, das heißt, wir dürfen 140 nur noch fahren. Gleich. Denn wir wollen ja noch relativ pünktlich ankommen und nicht zu spät, weil wir jetzt hier auf der Strecke langsamer fahren, als wir dürfen. Ne? Denn 9.59 Uhr ist Ankunft und wir haben es 9.54 Uhr. Grün mit weißem Pünktle haben wir bekommen. Also jetzt genau schauen auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen, denn hier in Köln, da laufen auch einige Strecken zusammen. Das heißt, wir werden jetzt wieder gleich in Gleisvorfelder geleitet. Oh, jetzt ruckelt, weil es erstmal Köln laden muss. Da war eine 14 und eine 12 angekündigt. Vielleicht runtergehen und nicht hochgehen. Ja. Diese Ruckler bitte ich natürlich zu entschuldigen, aber es liegt einfach daran, dass jetzt Köln geladen wird. Und da ist eine 7, das heißt, wir dürfen einmal auf 70 runtergehen. Hier gibt es keine Geschwindigkeitsanzeige. Ja, ich glaube, ich habe die einfach übersehen, weil wir einfach immer viel zu schnell waren. Und ich einfach erfolgreich nicht, übersehen. Natürlich nicht genug auf die Strecke konzentriert. Ich habe jetzt eine 12 und eine 8 angekündigt. Ich nehme aber hier auf die 70 runter, weil wenn wir schon die Ankündigung für 70 bekommen, dann bleibe ich auch auf der Ankündigung für 70 beharren und sage dann nicht, ja komm, es war eine Ankündigung für 80. Noch danach. Ich glaube, die 70 wurde nicht umsonst angekündigt.
So, die AfB hat auch schon neu gemacht. Siehst du, da kommt auch hier die 7, also dürfen wir ab jetzt sogar nur noch 70 fahren. 4 km/h zu schnell ist in Ordnung. Passt schon. Wir sind ja nicht im Train Simulator und direkt dann hier angemeckert für 2 km/h zu schnell. Hier ist bis 5 km/h zu schnell noch alles in Ordnung. So, und jetzt trennen wir uns von der Strecke in die Gegenrichtung. Weil anscheinend jetzt hier von unten noch irgendwelche Strecken dazukommen und so weiter und so fort. Und wir uns jetzt da einfädeln. Da ist eine 60 angekündigt, also eine 6 war da gerade. Das heißt, wir dürfen nochmal 10 km/h die AfB runterbremsen lassen. Und ich würde sagen, wenn wir schon mit der AfB in Aachen losgefahren sind, können wir auch mit Hilfe der AfB in Köln anhalten, oder Tobi? Klingt gut, ja. So, da haben wir einen ICE stehen, bei dem irgendwie 2 Waggons extremst verdreckt sind. Interessant. Der sollte vielleicht mal in die Waschanlage, oder? Aber wenn du es dir mal anguckst, hier. Oder Entrostungs- Waggon 2 und 3, die sehen aus, als hätten die sich, keine Ahnung, 3 Jahre lang in Feinstaub gestellt oder sowas. So. Wir haben hier 60. Da ist die Ankündigung für 40. Was ist irgendwie darauf? Ich sagte 40, nicht 50, nicht 30, 40. Was irgendwie darauf hindeutet, dass wir jeden Moment in Köln ankommen werden. Da steht auch eine Regionalbahn abgestellt oder am Signal, ich weiß es nicht. Dann haben wir jetzt über Rangiersignal. Dann sieht es hier aus wie ein riesiges, gigantisches Gleisvorfeld. Nicht so ganz wie München, aber doch gigantisch. Dann da sehen wir die Spitzen vom Dom. Und vor uns sehen wir die altberühmte Bahnhofshalle. Und in 700 Metern sind wir auch schon unserer Halteposition angelangt. Ja, da ist Baukran, wie sich's gehört. Und wir kommen anscheinend zu früh an. Wer hätte das gedacht, obwohl ich am Anfang da gar nicht die Geschwindigkeitserhöhung direkt mitbekommen habe. Ich muss sagen, es läuft in Köln auf jeden Fall flüssiger, als ich es gedacht habe. Bin ich sogar stolz drauf. Ja, da sehen wir den Kölner Dom in seiner vollen Ausfaltung. Hier warten 2 ICEs auf uns. Na, jetzt ruckelt es doch gerade. Oh, geht. Hier haben wir die Bahnhofshalle, da haben wir einen Außenbahnsteig. Da hinten sehen wir da den modernen S-Bahnsteig, wo sie noch einen zweiten daneben bauen wollen und dafür das Viadukt an der Seite vergrößern wollen. So, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen ins AFB-Menü, sagen 25 km/h, können wir den AFB-Hebel auf 0 setzen. Wie ich das schon mal erklärt hatte, in der letzten Folge, wo wir die AFB eingewiesen sind, dass ich eben auch mit dieser AFB kleine Geschwindigkeiten. So, ich gehe mal auf 2 km/h direkt runter. Und bremse auf 2 km/h runter. Weiter kann man nicht runterbremsen, den Rest können wir dann mit unserer normalen Bremse machen, die ich auch jetzt schon mal anlegen würde. Ja, und wir sind perfekt pünktlich da, würde ich behaupten wollen, oder? So, wir öffnen jetzt die Türen rechts. Da kann ich mal aufstehen, rausgehen. So, raus aus dem Zug. Hier sehen wir uns übrigens auch ICE 17 nach Frankfurt Main Hauptbahnhof kommend aus Brüssel, also Brüssel. Hier sehen wir. Yay, ich sehe wieder Karo-Muster. Heute ja. In Weiß-Grau. Yay. Kurzes, schönes, kleines Thumbnail schießen, dann dürfen wir noch warten, bis es 10 Uhr ist. Das sollte es aber jeden Moment sein. In die Gegenrichtung. Da haben wir die Hohenzollernbrücke. Über den Rhein. 1. Okay, danke fürs Abschied dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Können wir nochmal da, guck mal, haben wir nochmal eine wunderbare Ansicht auf den Dom. Mal schnell ein Foto machen vom Dom hier im Spiel. Guck mal, ist das nicht ein perfektes Hintergrund? Bild für den Abschluss. Also es ist perfekt. Alter, wer hat sich. Also, wie ein Profi. Und wir sind 2 Level im Zug aufgestiegen. Das heißt, wir sind jetzt in der BR 406 Level 4 auf der Schnellfahrstrecke Köln.
Wir sind da vorne eigentlich noch nie mit dem gefahren. Da sind wir so 3 Level aufgestiegen. Okay. Auf der Schnellfahrstrecke sind wir jetzt Level 5 und persönlich sind wir Level 6. Wir haben Gold erreicht. 8125 AP gesammelt. Könnt ihr auch mal sehen, wir waren pünktlich da und hier sind wir auch vorbeigefahren. Wir waren immer gut in der Geschwindigkeit, haben die Geschwindigkeit auch immer relativ gut mitbekommen. Dann hier die Erhöhung der Geschwindigkeit aber nicht direkt mitbekommen, aber haben wir dann auch schnell erhöht. Haben dann doch relativ zeitig oder rechtzeitig runtergebremst, sogar ein bisschen zu weit runtergebremst und wieder hochbeschleunigt. Also das kann man sich ja alles schön wunderbar ansehen. Ah gut, ich würde sagen, das war's. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal die S-Bahn in München an, werden da ein Stückchen fahren und in der Folge darauf werden wir dann wahrscheinlich wieder mit dem ICE unterwegs sein, auf der Strecke München-Augsburg. Aber wie es damit weitergeht, seht ihr, naja, wie schon angekündigt, in den nächsten Folgen natürlich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!